ich bin Ich wäre bereit. soweit. Hast du eigentlich die Raum schon geschickt? Welche? Achso, Actraiser 2. Nee, ich habe sie gerade mal runtergeladen. Wieso willst du das heute echt noch durchziehen? Actraiser? Will das tatsächlich? Ich dachte, du wolltest. Ja, aber Ihr wollt den erst nach Aktenschredder Krabi. spielen. So, ich hab's schon mal gepackt. Moment. Ja, das sieht man jetzt zwar alles im Video, aber pff, wird sowieso rausgeschnitten. Oh Mario, ja, das geht doch. Du musst reinspringen. Vielleicht wird es wieder ein Let's Fail. Naja, Ja, sicher. Kirby dauert auch nicht so lange noch, glaube ich. Mario, Okay. kurz, etwas müsst jetzt nicht krepieren. Doch. Wenn du das schaffst, dann mache ich die Konsole aus. Rem. Nein, ja. Was soll ich sagen, wenn du so weit bist? Nein, ja. Der Petze, ich höre dich sogar durch die Kopfhörer. Ah, Mario, ich werde dich ficken in den Arsch. Ja, ich wäre soweit. Okay. Kirby! Ah, er lässt sich von seinem eigenen Cousin ficken. Oh. Ich mag es. Falsches Spiel. Kirby ist verkackt. Ich habe ein Safe State vorher gemacht. Oh, gut. Lad den mal. Kirby startet jetzt bei mir wieder neu. Ah, du Ficker! Ah, gut. Du hässlicher Hubelhundskopf! So. Neue Dürfte jetzt Leute mit gemacht haben. T-Rex! Schauen wir mal. Stopp, du Schmuck! Na gut. Servus, Ja, bitte, Musik. Leute. Willkommen zurück zu Kirby Superstar, heißt das jetzt, glaube ich. Und bei mir ist noch ein Intro an. Was? Bei mir ist doch Intro an. Achso, muss ich dir auch ein Safe State schicken? Ey, PC! Moment. Safe State, yes. Ja, fick dich, Wario, du hässliches Scheißkind! So. Open State, ja. Es wird wahrscheinlich wieder im Laufe der Zeit asynchron wegen diesem Schmafu. So, du siehst das jetzt auch, oder? Ja, ich sehe es. Ja! Der Schmackes hat gerade gnadenlos ein anderes zukünftiges Spiel gestartet, das wir auch bald machen. Aktscheißer 2! Das spoilert die Krampe. Naja, legen wir da erstmal los. Denn Kirby dauert, glaube ich, nicht mehr so lange. Ich will die Erklärung nicht. Du hättest doch das was selber gesagt, wohl. Nee. Doch, du hast doch gesagt, es wäre und dann kam ich mit dem Namen. Ich hatte aber nicht vor, es zu sagen. Aber es hörte sich so an, als würdest du es gewollt So. haben. Hm, Ist wir ja jetzt müssen. egal, auf jeden Fall Aktscheißer 2 mit Maki und Ruth. Jetzt ist es offiziell, jetzt können sie sich auch nicht mehr rausreden. Hau ab von mir. Ich will das. Ich will die Kiste da. Nach oben, oder? Ach so. Ja, nach oben. Goldmedaille, ja, danke. Warum ist das bei mir der Startknopf auf dem X? Ah, geil. Hadouken! Ja, das ist tatsächlich. Dieses scheiß Hadouken. Hadouken! Ich hab nie gewusst, woher. Ich hab von irgendeinem Let's Player mal Hadouken die ganze Zeit gehört und da dachte ich mir so, was labert der für ein Dreck? Und irgendwann mal hat ein anderer Let's Player gesagt, dass dieses Hadouken in Street Fighter vorkommt. Da habe ich mir gedacht, wo denn bitte? Rio. Ja, ich habe dann später auch erfahren, dass das ist, was Ryu angeblich sagt, weil ich habe da immer was Aber nicht anderes. Rio Hayabusen. Ich habe da immer was anderes verstanden.
Was ist die Frage? Willst du Schätze finden, um Milky Rhystes freizuschalten oder einfach nur durchspielen? Nee, wenn dann, dann richtig. Also quasi wie ich damals in Zero. Alle Schätze. Ich bin so gut, ne? Oh, ich glaube, ich zock noch ein bisschen. Bisschen Borderlands. Ich glaube, ich hab's gerade verbockt. Kann das sein? Ich hol mir noch in der Zeit ein kurzes Bierchen. Ich hab's verbockt. Kann das sein? Sieht so aus. Weil ich komm nicht mehr ran. Scheiße. Ja, ich komm nicht ran. Dann scheiß doch auf die 100%. Hab ich bei Super... Hab ich bei Wario Land gemacht. Okay, spielen wir es einfach durch. Ja. Und wenn ihr Interesse habt, zu sehen, wie Milky Rhystes aussieht, dann müsst ihr bei mir ein bisschen zurückgehen in die Playlist. Eigenwerbung! Naja, ist ja. Ja, ich nimm's ja selber auch auf. Ja, ja, deswegen, ja. Ist ja auch auf deinem Kanal, also. Ja, genau, also schaut beim Zyronimus Together mit mir von damals vorbei. Dort haben wir nämlich auch Milky Rhystes gemacht. Wow. Und wenn ihr es auf meinem Kanal seht, dann seht ihr sowieso, wer in der Videobeschreibung verlinkt ist. Da werdet ihr jetzt schön auf die. Komm her. Da werdet ihr jetzt schön auf Link klicken und schön durch die Playlists durchschlawinern. Immer schön berühren. Komm. Ich kann nicht rein. Du musst rein. Hm? Nur du kannst in die Türen gehen. Bei mir klappt das nicht. Ja, dann geh nach links. Hör auf, da hoch zu springen. Geh nicht aufs Rechte. Ja. Blödest du gerade absichtlich so? Ja, geil, ich bin gefangen. Geh nochmal aufs Linke. Ich sehe dich gerade woanders. Oder bist du gerade... Ich glaube, es ist asynchron, oder? Ja. Ach, ich hasse es. Save state, yes. Das ist leider der Haken an Togivers. Wenn man da einmal eine falsche rum oder so lädt, während man was anderes macht, dann wow, sind Asynchronitäten vorprogrammiert. Ach, jetzt sehe ich, wie du das gemeint hast. Okay, gut. Ja. Okay, Moment, Moment. Okay. Nee, nee. Stell dich da rechts auf den Schalter drauf. So. Was ist jetzt mit dem da rechts, den Schalter? Was macht der? Achso, da. Der hält die Tür auf. Was macht der? Hm? Wie soll denn das möglich sein? Bleibt man da stehen? Obwohl, nee, sie jetzt nichts. Ich bin schon weiter. Bei mir schießt er noch vor dem. Scheiß Asynchronitäten. Ja, das ist gerade etwas problematisch. Open State, yes. Es wird, ist wieder der Dreck von wegen, ach ja, der Emulator muss wieder geschlossen werden, ne? Ja, das ist dann ärgerlich. Wir versuchen es jetzt noch mal einmal, wenn es nicht klappt, dann schließen wir den Emulator eben kurz wieder. Ich bin übrigens gleich tot. Gibt's nicht irgendwie einen Kuchen oder so? Oh, oh, oh. No, aber ein Schatz. Den nehmen wir noch mit. Na, du hast meinen Kuchen geklaut! Oh. Warte mal, kann ich dir den geben? Irgendwie? Ja, gib mir einen Zungenkuss. Okay, scheint nicht zu funktionieren, schade. Mann, da klaut er mir den Kuchen. Ach nee. Okay, jetzt schön vorsichtig. Schön vorsichtig, das erste, was du machst, du springst in die Lava. Hau ab da. Verpiss dich, du Ratte. Na! Wir müssen runter. Oh. Ich bin fast tot. Holst du? Ah, jetzt. Ne, hol du ihn. Du kannst fliegen. Lässt er wieder mir. Was ist denn das da? Das Seilungswort. Das ist auch ein Schatz. Das Chirü-Schwert. Da unten ist was. Das hol du mal. So, ich halte dir die Stellung. Ey, du hast es mir wieder geklaut.
Ich habe gar nichts gemacht. Du hast mir einen Zungenkuss gegeben und jetzt habe ich wieder Energie verloren. Jetzt stehst du da unten und klopfst dir wild auf die Bombe, jetzt rennst du den Gegner. Ja, das stimmt. Ja, wenigstens synchron. Ich hasse dich, du klaust mir alles. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwann so die Abos bei mir sinken sie und bei dir steigen sie. Safe your record. Save your record. Danke. Danke, ja. Und. Na gut, ich dachte schon, du hast mich wieder beklaut. Ich glaub, das machst du, indem du mich reinrennst. Diese Art von Zungenkuss. Ja. Das heißt, ich bin hier der Homophobische. Stimmt, weil Zerot mich damals gefragt hat, warum ich das immer mache. Und ich war damals Kirby. In anderen Worten, das bist du. Nein, ich bin hier der Schwule. Also nichts gegen Schwule, aber du weißt, was ich meine. Jetzt komm hier lang. Was stehst du da links unten in der Ecke? Was machst du da? Ah, ich sehe mich gerade wieder woanders, weil ich sehe jetzt einen Background, wo ich in deiner Übertragung stehe. Es ist asynchron. Ja. Also, ich mache einen kurzen Schnitt, wir schließen den Emulator und machen nochmal neu. Ich setze davor noch ein Save State. Ich hasse das. So, Save State. So. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bin viel zu faul, das alles rauszuschneiden. Bleibt alles drin. So. Wupp, wupp. Eckchen. Eckchen weg. Starten. So. Legen Sie auf 1. Irgendwelche Scheiße schreiben. Und Kirby Superstar starten und nicht ActRiser 2. wo ist denn? Was ist das da? Ne, stimmt, du musst es starten, genau. Weil bei mir bockt's ja. So. Save State. Open State, yes. Fuck. Mal. So. Hä? Achso, jetzt hast du ihn. Jetzt musst du ihn selbst jetzt setzen und ihn mir schicken. So, hat's geklappt. Müsste. So, Leute, wir sind wieder da. Alles neu gemacht. Also neu gestartet und so. Weil ich habe ein Haar auf meiner Zunge. Ist ja eh klar. So, hoffen wir, dass es jetzt klappt. Ich kann da gar nicht durch. Wie kommen wir jetzt da ran? Kleinigkeit. Aber das alles sind Wolf. Er hat zwar keine Ahnung, aber er hat von allem einen Plan. Ist bestimmt da runter irgendwie. Ey. Ich zeig dir, wie es geht. Ja, geil. Okay. Kannst du dich da irgendwie drauf dreschen? Was ist denn das Geiles? Nope. Hadoken oder so? Hadoken. Fängt ja auch schon mit diesem Schrott an. Egal, gehen wir. Ich glaube, du bist noch getroffen worden, ja. Nein, verrecke! Ja, auf und wieder. Ja. LOL. Ich hätte wieder liebend gern meine andere Fähigkeit. Ach, warum gibt's hier diesen Fisch nicht? Oh Mann. Dieser Fisch mit der Glühbirne aus dem Maul. Aus Kirby's Team mit 3. Geil. Mal. Geil.
mach du. Ah. Die hat Verzögerung. Nee, die hat Verzögerung, die Kanone. Das war wie bei Donkey Kong Country 2. Na! Ich will da nicht. Ich will da nicht hin. Hallo? Leck mich, Kanone. Na! Mein Nemesis. Die Kanone. Wo muss ich hin jetzt? Auf. Wo geht's denn lang? Ich glaub, da unten, wo der Typ rumfallert. Nee, da lang. Würde ich meinen, ja. Wenn nicht, wäre es irgendwie traurig. Und du hast das Spiel schon mal gespielt, ich nicht. Ja. Auch schon Ewigkeiten her. Warum lässt du die Teile frei? Weil das da drin war. Beast-Fan. So, überlass das mir in meinen Zauberstab. Damit verzauber ich die Frauen. Hm? Ist das Xerox überhaupt? Ist da eingepennt? Xerox! Hallo! So. Er ist doch da. Ja. Ja, ich bin wieder da. Achso, ja, dann ist kein. Ah, leck mir. Das ist meins, meins. Na! Ich will dich nicht küssen. Ich glaube, du kannst mich aufladen. Ach so, ja, wenn das so ist. Komm her. Hallo, komm her. Bloß wie funktioniert die Funktion? Gut, wenn du kein Küsschen vom Wolf willst. Ja, geil, das alles. Vielleicht ist auch. Da könnte ein Schatz drin sein. Weiter unten. Vielleicht ist auch eine Bombe drin. Oder ein Hähnchen. Achso, du explodierst gerade. Hähnchen. Und da sind wir schon wieder bei Spyro. Ja, so schnell geht das. Was ist denn das jetzt? Robo Kirby. Ja, saug mal. Kirby würde eine gute Nutte abgeben. Den holen wir uns. Quacki? Ja. Kirby würde eine gute Prostituierte abgeben. Oh. Warum? Ah, guck mal, wie groß er den Mund machen kann. Und wie viel er reinsaugen kann. Na! So. Ja, das kann den Xerox nur einfallen. Na und? Ey. Ich bin der Seba. Und ich bin Hartmann aus Mega Man 3. Jetzt nicht mehr. Ich bin Manuel. Double! Da kommt keiner durch. Moment. Da kommt keiner durch. Ich glaube, ich bin. Nein! Da kamst du. Jetzt kommt. Ah, eine Einbahnstraße. Jetzt kamst du auf mich zu, wenn das Zungenkuss ist. Was ist das dann? Ach ja, der Jet Kirby. Das ist irgendwie scheiße. Irgendwie. Na gut, das ist auch nicht besser, aber besser als der Schrott von der da liegt schon. Ah, ich glaube jetzt kam. Ja, ein Boss. LOL. Ein Pfeifer rauchend dabei. Ey. Ey. Einfach draufhauen. Ja, ich bin. Er hat aber gerade gut Schaden gekriegt. Ich bin übrigens gleich tot. Oh oh. Und da hat er einen Stein auf den Kopf bekommen. Ich bin tot. LOL. Was ist denn das für ein beschissener Boss? Das ist ein Ball.
du den Gefallen. Let's try again. Besser als die beiden Let's Fails von vorhin. Ich fand's lustig. Warum? Du Dummbatz, komm her. Also ich finde das lustig. Du bist so... Das ich weiß, ich warum sich der Hattie immer stumm fallen, weil er sich das Lachen nicht verkneifen kann. Ich komm nicht mal weg. Hat der Arme? Geht, was ist denn das für eine Missgeburt? Geil. Mach du. Das ist fast down. Ich will... Ja, Achtung. Ich will was Anständiges sein. Und bam, er ist tot. Jetzt bin ich was Anständiges. Lol, du bist Adonis. Nee, so sehe ich im Real Life aus, übrigens. Ja! Der Wolf träumt schon wieder. Ja, und so siehst du im Real Life aus. Ach, morgen bin ich auch den ganzen Tag wieder unterwegs. Nämlich meine Mutter betrachtet mal die Baustelle, wie weit ich mit meinem Vater gekommen bin. Da muss ich morgen wieder los mit ihm, ein bisschen sauber machen. Dann geht's danach den Geburtstag von meinem Onkel nachfeiern. Also falls du irgendwann Adonis siehst, das bin ich. Okay. Oh, okay. Moment. Ich habe gehört, Adonis war Grieche und hat den kleinen Penis. Verdammt. Es stimmt wirklich, die Griechen hatten ein Schönheitsideal. Da stand drin, dass sie einen kleinen Penis mögen. Also, ich guck mich gerade im Spiegel, nur zur Information. Und das ist Schmacki. Ah, Adonis Wolf. Schmacki ist ein Stern und das ist Serax. Nee, das. Serax wiegt 8 Tonnen, der muss ja ein Fettsack sein. Oder mein Penis ist einfach sehr groß. Gewaltig. Ey, warte mal, mein dickes Ei wiegt schon 8 Tonnen. Ja, und das rechte wiegt 2. Das rechte wiegt 10. Ich glaube, das sind Speicherpunkte, diese komischen Dinger. Könnte sein. Wir brauchen keine Speicherpunkte, wir haben Safe States. Ah, es hat keiner gehört. Hust, hust. Oh! Apropos dicke Eier, ich muss meine nachher erleichtern. Ping-Pong spielen. Die Katze. War das jetzt gut? Ja, das war okay. Der heilige Gral. So geht's viel schneller. Sei froh, dass du da nicht in das Loch rein bist. Gutes Timing. Ja, ich hab's eben drauf. Au. Das war das Skill. Nein, 8 Tonnen. Mach das kaputt. Mach den Schalter da, aber da komme ich nicht ran. Hätte ja klappen können. Ihr leuchtet mal den Penis, der kommt da schnell durch. Der da, die Bomben. Ja, aber dann muss ich Adonis loswerden. Ja, weg da. Ja gut, man hat mich auch schon mit Facecam gesehen und man weiß, dass ich aussehe wie Adonis. Nein, ich hab mich umsonst weggepackt. Ich glaube, man braucht den Laser dafür. Oder wie mehr gesagt. Ich glaub, die Griechen, die waren immer auf Dope, weil die so große Muskeln hatten, aber einen kleinen Penis. Ja. Komm ich da unten ran? Nee. Und jetzt?
Oh, da muss ich mein Becken. Scheint, können wir nichts machen hier. Spielabsturz. Da. Und wenn ich da ins Loch fliege? Sind wir tot. Auch drin. Ja, dann sind wir im Loch drin. Ja, ich weiß, dass ich ein Genie bin. Wie bist du denn damals da durchgekommen? Du hast da schon mal Let's Played. Hier brauchen wir einen Laser. Ja. Nur das kommt daran. Und wo kriegt man den? Von so einem roten Einauge. Glaube ich. Das, warte mal, das kriegt man doch auch von so einem UFO, so einen Laser. Ja, aber der dringt nicht durch. Echt? Das geht bei der Wii-Version, aber hier. Die Ofen. Wir brauchen den Fisch! Ach, leck mich. Nee, brauchen wir, glaube ich, Stein. Maki, was ist denn eigentlich deine Lieblingsfähigkeit? Auch das UFO? Ja, unter anderem Schwert. Ich liebe das UFO. Ah, Schwert ist an sich auch geil, aber ich weiß halt so oft getroffen bin, Schwert. Das ist Chat, den Chat will keiner. Ja, ich glaube, Schwert war es, ja. Und die Teil da oben mit dem Bumerang. Also meine Lieblingsdinger sind die Bombe und einmal mein Ebenbild. Ach, ich erinnere mich, ich brauche ein Timing hier, um die Truhe zu erwischen. Oh. Nächster Timing! Gut, die Truhe meine ich auch gar nicht. Ich meinte die unten. Super. Da acker ich mich so umsonst. Aber egal, jetzt haben wir die auch. Oh, du explodierst gerade. Nein, ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Ich wette, du klaust mir jetzt meine Bomben. Ah, nimm gefälligst das Jojo. Scheiße. Nein! Er hat meine Bomben geklaut, der Ekelhafte. Komm hierher. Was machst du denn da für Faxen? Du spielst ja. Ich glaube, ich verabschiede mich nach dem Part, weil ich. Du spielst ja so wie der blind spielt. Oh, mach das mal kaputt. Und weitere Truhe. Summertime. Summertime Blues. Gibt's hier unten noch Schönes? Nein! Ach, ja, jetzt müssen wir gleich abtimen. Au. Okay, au. Denn ich glaube, da kam gleich. Ich warte, bis du. Oder? Ich warte, bis du explodiert bist. Boom! Ich glaube, du musst unten lang. Und dann korrekten Timing hochdrücken. Mehr. Ja, hast du erwischt. Boah, 100 Dollar Münze. Hast du jemals daran gezweifelt? Nein. Ja. Denn es ist der Wolf. Auch in Blindspielen gibt es eine Menge Skill. Also richtiges Blind mit Augenbinde, oder? Nein. Da oben ist ein Schalter. Das habe ich auch gesehen und wollte betätigen, ja. Das habe ich gesehen. Yo. Das war. Fail von dir. Das, da wollen wir nicht rein. Ja. Warte nur, bis Eggriser kommt. Ach, Scheiße. Ja. Ey, ich bin schon wieder. Lass mich los. Der scheiße Markt. Genau. Instant Game. Ey! Dumm. Hui, das tut gut! Dumm! Nö. Müssen wir
bestimmt was entdecken. Bestimmt noch mehr. Siehst du? Ja. Da hat er sie gefunden. Ja. Der Skill. Der Falkenhelm. Der Helm von Captain Falcon. Von diesem scheiß Bastard aus F-Zero. Warum scheiß Bastard? Weil Captain Falcon mit Abstand der schlechteste von F-Zero ist. Finde ich nicht. Ich schon. Ich hab dich schon für einen Feind gehalten. Warum? Das ist die einzige Figur aus F-Zero, die ich wirklich hasse. Also ich mag ihn. Ich nicht. Oh Mann. Jedes Mal, wenn ich F-Zero X spiele, dann ist das so eine Genugtuung, wenn ich ihn töte. Ich freue mich so und lache ihn so aus, weil er gerade stirbt. Wie F-Zero X? Das ist ein Rennspiel, oder? Ja, N64. Ach so, da. Ich habe noch das alte Super Nintendo-Spiel von F-Zero. Ja, das habe ich auch. Das war scheiße. Oh, ein Klassiker. Warum ist das scheiße? Das ist gut. Weil das ist ein Klassiker. Ein Klassiker, aber der Nachfolger ist um so vieles besser. Und der Game Boy Advance-Ableger? Den kenne ich nicht. Ich kenne nur... Und den anderen Super Nintendo-Ableger? Und den zweiten Game Boy Advance-Ableger? Und den GameCube-Ableger? Den GameCube-Ableger, der ist scheiße. Was muss ich hier hören? Komm hier lang. Jetzt reicht's. Ich glaube, ich fahre gleich nach Österreich. Ja, was willst du machen? Jetzt bin ich... Jetzt eskaliert. Jetzt bin ich gespannt. Und ich will einen Kuchen backen. Du willst mir einen Kuchen backen? Ja, kommt drauf an, was du in den Kuchen dann reinbackst. Hör auf! Dreimal darfst du raten. Scheiße. Nein. Ein Boss. Was haben wir denn alles? Abfüllmittel. Nee, was hast du jetzt gerade? Ich hab ne Bralle eigentlich. Ich hab den Street Fighter. Na! Ja, obwohl du. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab dir ein Strat gegeben. Nee. Was hat ein Kirby überhaupt? Ich geh mal aus der Reichweite raus. Ja, was ist das? Was ist geschehen? Na, das ist scheiße. Ich nehme den Vogel. Ja, Wolf hat öfter mal einen Vogel. Ja, durchaus. Ach, kam jetzt dieser RPG-Boss? Ja, der RPG-Boss. Das für ein Dreck. Leider. RPG-Boss. Das ist ja cool gemacht. Stimmt, das ist ein genialer Boss. Das fand Zero damals auch. Seltsam, der passt irgendwie überhaupt nicht ins Konzept. Das war erst die erste Phase, Wolf. Ey. So. Slime defeated. Oh nee. Ja, die müssen wir jetzt alle besiegen. Das erinnert mich irgendwie. Au. Oh. Und wie im RPG-Style, du kannst nicht verhindern. Den Attacken auszuweichen. Das heißt, die treffen fix. Die treffen automatisch, weil es halt, ja, RPG. So eine Scheiße. Aber der sieht ja noch hässlich aus. Aber der Puppendings von gerade eben, der erinnert mich irgendwie an. Ich mag die halt guten Schaden. Aus Sedamo gibt's auch so eine Folge. Da gibt's so ein. Wie hieß denn der noch schnell? Das ist ein Dämon von Fischauge gewesen. Wie heißt denn der Bastard noch schnell? Au. Ja, das war der Feuerzauber. Ja, ich bin gleich tot. Ach, ich weiß nicht. Au. Das ist unfair. Oh, und das war. Er hat ihn fast gehabt. Das ist unfair, wenn ich immer getroffen werde und nicht ausweichen kann. Ach, nicht nur schaffbar. Vielleicht das Level-Design. Ach, wie heißt denn dieser scheiß Dämon? Ähm.
Ja komm, jetzt zerbersten wir den einfach. Tsunabataro? Ne, das war glaube ich der andere. Das war der Stangendancer. Ach, wie heißt denn dieser Bastard jetzt? Oh. Serx könnte sich mal nützlich machen und nachgucken, wie dieser Bastard heißt. Was? Das Problem ist, dann müsstest du erstmal suchen. Au. So, Nummer 1. Dann kam die Puppe. Ach, wie hieß denn dieser Wichser? Ich hab seinen Namen im Kopf, aber... aus der Folge von Prina Ballerina. Na, wie heißt denn dieser Fucker jetzt? Moment, wenn ich Fähigkeiten wechsle, kann ich dann neue Energie bekommen? Vielleicht heißt er den Dämon zufällig hier Beleidigung. Nein. Hat er jetzt nicht gesagt. Wie viel Dollar, Mies? Mann, wie heißt denn dieser Wichser? Der heißt Wolf ist blöd. Nein, du könntest dich mal nützlich machen und gucken, wie der heißt. Der Akro-Wolf. Rina Ballerina. Mach verdammt. Wenn du nicht auch aufnehmen würdest, dann hätte ich schon lange einen Schnitt gemacht und geguckt, wie der Penner heißt. Meinst du den Kiku-Schritt? Demon Dancer? Nee, das ist so ein Puppen. So eine Marionette oder wie der aussieht. Der hat so komische grüne Haare, glaube ich. Also Prima Ballerina. Ja, Prima Ballerina. Ist, glaube ich, die 174. Folge, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, 147. Nein, da. Nein, da oben ist eine Kanone. 100. Boom. Ah. Au. Ich sehe hier ganz was anderes. Ist doch 147 oder habe ich mich jetzt in der Zahl geirrt? Neues Farbmaterial. Oder war es 143? Ich glaube, da kann ich dir nicht helfen. Gib einfach in Sailor Moon ein Prima Ballerina. Sailor Moon? Ja, natürlich Sailor Moon. Was denn sonst? Ey, noch. Sailor Moon. Ja. Lormoon. Ich wette, der schreibt's falsch, ne? Das ist lange. Ja. Ich mag es. Nimm meine Fähigkeit. No, ohne Hashtag scheiß YouTube-Wichser. Haben wir gleich. Nein, warum machst du es? Damit du auch machen kannst. Ich hätte es mit Skill gelöst, aber du. Ja. Siehst du, was die machen jetzt? Ich hatte was ganz anderes im Sinne. Mach die untere Reihe kaputt. Es ist ein Dämon. Ja, das ist ein Dämon. Du bist schon wieder tot. Nein, das ist ein Hörbuch. Ja. Warum gibt's hier nur scheiß Hörbücher? Na! Ja. Bist du Halpuja oder so? Das tat weh. Das ist ein Bastard. Ah, lass mich in Ruhe. So, das ist ein Gegner. Wo geht's denn lang? Ich glaube, ich kann mich blöd, dumm und dämlich suchen. Toll. Ich glaube, haben wir schon. Ich glaube, den suche ich nachher selber.
Ja. Na! Mann. Wo geht's denn lang? Piss dich. Da unten. Nehmt ihr eigentlich am Stück auf? Ja. Ja. So. Das erklärt, dass ihr jetzt seit 20 Minuten über so überzieht oder so. Kommt die Aufnahme dann am Stück hoch oder? Wahrscheinlich nicht. Nee, wird gesplittet. Okay, da es sich gerade empfiehlt zeitlich und es eigentlich zu spät ist und ich eigentlich gerade vorher erfahren habe, dass ich morgen früh wieder aufstehen muss. Ah, das ist doof. Am Sonntag. Ja. Und ich noch mein Fapperchen brauche. Ein Fapperchen brauchst du? Ja. Ja. Hast du ja mehr als genug? Ja, dann machen wir das. Ich muss mir noch Material beanschaffen. Das dauert auch noch. Dann machen wir was, nur mehr das Level, oder wie? Dann machen wir das Level. Da brauche ich noch Kerzen zum Fappen und für die richtige erotische Stimmung. Nein. Nee, dann wünsche ich euch noch sehr viel, noch viel Spaß bei der Aufnahme. Au! Wir machen hin immer dieses Level. Das wird wahrscheinlich eh nicht mehr so lange dauern. Nö. Wie das Spiel oder das Level? Das Level. Okay, dann bin ich das Level noch dabei. Okay. Oh nee. Ich glaub, wir haben's verkackt, oder? Oh, sie haben verkackt jetzt 12.000 Mal. Ja, wir haben's verkackt. Lol. Scheiß doch drauf, ist kein 100%. Und ja, jetzt bin ich werd den Namen von diesem Dämon und vielleicht ein Bild oder was weiß ich was. Ach nee, ihr Wichser. Werde ich einfügen. Einfach damit man weiß, was ich meine. Wieder komplett von Anfang an, oder? Nur von hier. Bin ich hier richtig? Probier's einfach mal. Fahr doch. Trolley. Ja. Vielleicht kann ich ja in der Zeit so ein bisschen für mein Papachen was suchen. Ja, jetzt sucht er wieder die Toro-Hand, heißt es. Fertig sein. Nee, die will er bestimmt nicht. Warum nicht? Hä? Toho ist geil. Mhm, besonders die Toho Hentais. Ja, war klar, dass du das sagst. Ja, genau. Lol. Ich mag Nippel. Nippelchen. Nein. Ja, geil, jetzt habe ich den Scheißdreck. Oh, Needle Cannon. Ist doch kein Scheißdreck. Ach, der Raum, ja. Hier gab's eine beschissene Truhe. Oh, ich komme nicht mehr weg. Au. So, die rechts da. Ja, da haben wir auch ein bisschen lang für gebraucht, um die zu bekommen. Meine Fähigkeit ist weg. Jetzt kann ich mir eine neue holen. Ich bleib weg von mir. Ich nehme das dann. Wenn ich da. Oh, ich weiß, wer mit Jet muss, glaube ich, dahin. Es gibt einen Seelamon-Hentai. Es gibt von allem Hentai. Zu große Brüste. Gehen wir einfach, scheiß doch auf die Truhe. Ja. Hat sowieso noch was dafür gekostet, die zu holen. Yay. Ich sag's mal so, es macht Spaß, das auf 100% zu machen, aber es ist verdammt anstrengend gewesen. Glaube ich dir. Und Zero kennen wir, hatte damals schon ziemlich viel Skill in solchen Sachen. Irgendwas sagt mir, dass unsere Part-Längen unterschiedlich sein werden. Hm. Naja, ich verabschiede mich dann auch. Ja. Okay. Ich wünsche euch noch ganz tolle viel Spaß. Mhm. Wünsche dir mir auch ganz tolle viel Spaß beim Fappen. Ja. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß beim Fappen. Ja, danke. Pegasus-Flügel. Dann bis die Tage oder so. Mhm. Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, da, geil. Noch. Alter.
Ja, die Kanonen sind ein bisschen nervig. Ein bisschen ist gut. Schlimmer als ein Donkey Kong. Hallo. Und sogar auf der Wii gibt es sie noch. Ich kann schreien. So, endlich. Nein, Boss. Ja. Friss den. Nein. Ah, du bist tot. Reiß ihn mit in den Abgrund. Lol. Ja, du bist ein bisschen hässlich. Ich will das auch. Weg da. Ja, geil, das wollte ich gar nicht. Suplex. Wir haben es irgendwie geöffnet. Ja, was kann ich jetzt Geiles? Einfach nur so ein Dash? Das ist ja langweilig. Ich glaube, du kannst sie damit weg... schmeißen, Gegner. Oh, ich bin Brock Lesnar, der dümmste WWE-Typ, den es jemals gab. Ich hasse Brock Lesnar. Sagt mir gerade nichts der Name. Irgend so ein 0815 WWE-Typus. Oh. Eigentlich ist er kein 0815, aber für mich ist er einfach ein 0815. Meinetwegen kann er sterben. Das ist das Letzte. Boom. Ja, ganz im Ernst. Meinetwegen kann er verrecken, weil für mich ist er ein Dreck wert. Quasi eine Flasche. Nee, so gesehen ist er keine Flasche, aber das ist... Naja. Sagen wir es mal so, er ist nicht umsonst einer der meistgehassten Leute im WWE-Universum. Da kommen wir locker ran. Ich meine, ich habe ihn früher schon gehasst, aber spätestens seitdem er den Undertaker bei WrestleMania besiegt hat, ist... Schluss. Kannst du das aufwumsen? Ja. Boom. Und da haben wir sie. Oh, du hast die Shell-Muschel. Oder von Lamus die Muschel geklaut. Muschelpfeife, kann man sagen. Ja, von Lamus hast du die Muschel geklaut. Und dafür... Hau ab von mir, ich will nicht explodieren. Ist tot. Ja, kannst du noch länger explodieren. Das dauert irgendwie ein bisschen, bis er explodiert. Mach. Ah, ich bin kein Brock Lesnar mehr, danke. Ich muss kein Arschloch mehr sein. Ist das schön. Ja, so ganz nebenbei. Man hat vielleicht gemerkt, dass ich diesen Penner nicht besonders mag. Ey! Wie kommt man da oben ran? Mit Laser wahrscheinlich oder so. So. Dauert das Spiel noch lange? Wir dürften bald den Boss erreicht haben. Nicht schon wieder. Ein Save Point. Ja, danke und so, aber... Nein! Umsonst, ich wollte es fressen. Nee, nicht schon wieder. Nee. Ich glaube, die kann man nicht fressen, die Viecher. Ich glaube, wir rennen gerade total im Kreis. Hier waren wir noch nicht. Stimmt. Du Bastard! Yay, Schneemaschine. Kannst du das durchtrennen? Kann ich's nicht.
Ja, aber du kannst. Er hat Scherenarm und kann sich zertrennen. Wunderbar. Ja. Das ist so wie. Was? Brock Lesnar. Nee, ja, gut, das ist sowieso scheiße. Aber nee, irgendein Pokémon hat Scheren und kann keinen Zerschneider lernen. Ich weiß aber nicht mehr, welches Pokémon das war. Ich kenn's jetzt bloß von Scar. Nee, Scaraborn ist ein Hornkäfer. Ja. Scaraborn kann, glaube ich, Zerschneider lernen. Sichlor könnte es aber. Sichlor kann auch Zerschneider lernen. Ich glaube, es war Dickda? Nee, Dickda kann Zerschneider. Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Warum kommt man hier nicht runter? Ich glaube, da fehlt uns die Bumerang-Fähigkeit. Oh. Oder Schwert. Es geht jetzt schon wieder los, mehr auf den Sack zu gehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie wenn man wo weiterkommen muss und dafür eine besondere Fähigkeit braucht. Moment, ich pack das alles mal weg, das kann mir nicht helfen. Das hilft mir, glaube ich, auch nicht, oder? Weg damit. Keine Ahnung, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Sieht zumindest richtig aus. So. Okay, was ist da unten? Ach so, ein Teil. Schnell rein da. Hm? Na, zu spät, scheiße. Ach so, ich muss da auch rein. Ne, Moment. Zack. Ah, gehen wir in die andere. Und dann rein da. Oh, die falsche Schnur. Was ist das denn? Moment. Moment. Die Kanone ist wieder da. So, zack. Okay, du bist rein, ich zünde. Ja, wenn du nicht drin bist, ist schon scheiße, ne? Schade, ich dachte, es funktioniert. So. Was hat mir das gebracht? Nix. Hm, bloß welche Schnur ist das jetzt? Du. Blöder Vogel, komm her. Das ist da. Moment. Kann man die irgendwie auch verschieben? Scheint nicht so. Ich habe eine Idee. Pass gut auf. Du bist so ein mieses Dreckskind. Verpiss dich. Weißt du was? Siehst du, so funktioniert das. Zack. Schnell rein da. So, wo sind wir jetzt? Ach, der Raum. Was sind das für ein Topfen? Ma, ich glaube, wir müssen. Das hier auf und dann. Ich glaube, das fliegt runter, oder? Ja, fliegt es runter. Das ist verkackt. Ich will da nicht rein. Dann so. Da rein. Ach so. Yep. Ich hab's verstanden. Der Kontakt ist blockiert. Ich hab's verstanden. Komisch, dass ich es verstanden habe, obwohl du es schon mal let's played hast. Ja, es ist über 3 Jahre her. Und, Niam, und jetzt rüber, schnell. Schnell rein! Hey, das sieht richtig aus. Vogel? Ja. Geil. Nicht.
Nein, jetzt sind wir wieder da. Ich verstehe. Oh je. Yeah. Oder was echt nur für Secrets hier? Bin sowieso tot. Ja. Ja. Dann lass mal's gut sein. Ich guck jetzt noch schnell wie der heißt und dann werde ich es da einblenden. Wenn ich es vergesse, dann werde ich extra eine Tonspur machen und das dann am Ende hier noch einfügen. Das war Kirby Superstar Dingens. Hoffentlich hat euch unser Gefehle gefallen. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Tschüss.